In unserem Fachbereich, in unserer Arbeitsgruppe Solarzellen, Arbeitsgruppe 414, sind wir primär dafür verantwortlich für die Weitergabe, die wichtig ist für die Solarzellenmetrologie. Kann man sich so vorstellen, was fürs Kilogramm gilt, gilt für die Photovoltaik genauso. Wenn Sie ein Kilo Mehl kaufen, sind Sie sicher, dass ein Kilo Mehl drin ist. Wenn Sie ein Photovoltaikmodul kaufen, wo 220 Watt draufstehen, gehen Sie in der Regel auch davon aus, dass unter den gegebenen Bedingungen 220 Watt rauskommen. In der Industrie, wenn die Solarmodule durchgemessen werden an Fertigungsstraßen, da stehen dann Sonnensimulatoren, die diese Messbedingungen vorgeben. Es werden 1000 Watt pro Quadratmeter eingestellt und dann wird jedes einzelne Modul an einer Fertigungsstraße gemessen und dann entsprechend die elektrischen Parameter bestimmt. Der springende Punkt ist, woher weiß denn die Industrie, dass da wirklich diese 1000 Watt und dieses Spektrum rauskommt, und dafür brauchen die kalibrierte Referenzen. Die bekommen sie in der Regel von Prüf- und Kalibrierinstituten, und das sind unsere Kunden, und die bekommen ihre Referenzen dann von uns. Also wir haben natürlich mehrere Messplätze. Unsere Hauptmessplätze sind die Spektralmessplätze, die sogenannten DSR-Messplätze. DSR steht für Differential Spectral Responsivity. Der Messplatz selber besteht, weil es ein Spektralmessplatz ist, aus einem System, was monochromatische Strahlung erzeugen kann. Also Strahlungsfelder von einer festen Lichtfarbe oder einer Wellenlänge und ja, Weißlichtquellen. Denn Solarzellen müssen unter 1000 Watt pro Quadratmeter gemessen werden und das wird bereitgestellt durch ein Array an Weißlampen. Das heißt, man wird immer eine Lichtquelle haben, zum Beispiel am DSR-Messplatz eine Weißlichtquelle und ein Monochromatorsystem, was dann die Proben bestrahlt, und daneben beiden große Bias-Türme. Und die Solarzellen sind normalerweise immer auf automatisierten Verschiebetischen montiert, wo dann Solarzelle und Referenzphotodiode gegeneinander verglichen werden in diesen Strahlungsfeldern. Bei dem alten Messplatz haben wir halt Kabelwege von maximal ein paar Metern. Bei dem neuen Messplatz müssen wir durch den großen Verschiebetisch, durch die großen Schleppketten teilweise 20, 30 Meter Kabelwege haben. Das führt natürlich zum einen zu Problemen von der Messzeitverzögerung, dass die Signale nicht mehr synchron kommen. Und vor allen Dingen haben wir da auch große Maschinen, also die großen Verschiebetische, die können zu großen Störsignalen führen, weil die Messkabel dann zum Beispiel als Antennen dann wirken und dann können wir extremes Rauschen auf die Messsignale bekommen. Deswegen haben wir da zum Beispiel bei dem neuen Messplatz ein glasfaserbasiertes Trigger-System installiert, um dieses Problem zu umgehen. Also ein anderes Problem war die Wellenlängenstabilität. Es ist ja schon mal eine tolle Sache gewesen, dass wir dieses durchstimmbare Lasersystem aufgebaut haben, was alle Wellenlängen von 210 Nanometer bis 1600 bzw. 4000 Nanometer bereitstellen kann. Aber Laser sind natürlich nicht so stabil wie Halogenlampen zum Beispiel. Das heißt, da waren wir jetzt dazu gezwungen, dass wir dann zusätzlich zu dem normalen Monitorsystem jetzt auch ein Monitorspektrometer einbauen mussten. Da wird jetzt bei jeder Messung jede einzelne Wellenlänge durch ein Spektrometer dann gemessen, um das später im Nachhinein zu korrigieren. In der Photovoltaik ist die Messtechnik, also was die Kalibrier- und Prüfinstitute angeht, noch fest in deutscher Hand. Also viele internationale Industrien, der Herstellindustrie, lassen ihre Module und Solarzellen in deutschen Prüf- und Kalibrierlaboren kalibrieren, testen und auch prüfen. Und die machen dann ihre Rückführung über die PTB. Weitere von unseren Kunden sind Labore, die zum Beispiel Anlagen überprüfen und überwachen. Und wir haben über unsere Projekte Kooperationen mit der Industrie, zum Beispiel mit Herstellern von Sonnensimulatoren, die auch noch weiterhin im internationalen Markt sehr stark sind und zum Beispiel alle Hersteller von Modulen ausrüsten. Da sind wir relativ breit aufgestellt.